Herzlich willkommen. Mit dieser munteren Gruppe machen wir uns auf eine große Reise zu Ihnen ins Wohnzimmer. Wir reisen einmal durch den menschlichen Körper, wir reisen ins Mittelalter und zum Kern unserer Gefühle, zu den Ängsten. Sie dürfen zu Hause mitraten und ihr müsst mitraten im Team Schauspiel und Tanz. Ann-Kathrin Kramer und Joachim Lambi. Judith Rakers, normalerweise vor uns allen, jetzt hinter mir. An ihrer Seite Matze Knob, herzlich willkommen. Und meine Beifahrerin Barbara Schöneberger spielt mit Inga Pflück. Ist es noch weit? Nein, wir sind schon da. Herzlich willkommen bei Hirschhausens Quiz des Menschen. Kommt mit raus. So, nehmt Platz an den Pulten. Das Auto war schön, aber nicht so richtig bequem. Herzlich willkommen hier im Publikum in Köln. Eine wunderbare Atmosphäre. Ich glaube, alle sind startklar für das Quiz des Menschen. Und fühlt ihr euch wohl? Na dann legen wir gleich los. Wir haben viel vor mit euch, aber eine Frage vorneweg. Interessiert euch der menschliche Körper? Was ist euer liebstes Körperteil? Stimmt das, Judith, dass Frauen immer bei Männern auf die Hände gucken? Wonach guckt ihr da? Ob da ein Autoschlüssel dran ist, oder? Es soll Frauen geben, die auf die Hände gucken. Ich gehöre nicht dazu. Wo guckst du denn hin? Ja, wir Männer gucken bei Frauen auch auf die Hände, aber nur, wenn sie so nackt aus der Dusche rauskommen. Ja. Joachim, unter Tänzern, wie ist es da? Ach, wir sehen ja immer sehr attraktive junge Damen in knappen Kleidchen von der Seite. Man gewöhnt sich dran. Ja, ich guck da gar nicht mehr hin. Oh, das klingt auch gar nicht mehr. Aber haben Sie gemerkt, was für eine attraktive junge Frau an Ihrer Seite heute sehr ist? Sehr attraktiv. Danke. Bitte schön. Ann-Kathrin, die Schauspieler, die müssen ja ihren Körper auch lieben, oder? Also es ist schon hilfreich, wenn man seinen Körper liebt, aber nicht nur bei Schauspielern ist das so, ne? Mein liebstes Körperteil, dachte ich immer, ist das Gehirn, aber auch das ist Quatsch, denn es gibt gar nicht nur ein Gehirn, es gibt ja viele Teile des Gehirns. Und hier sehen wir einmal das Großhirn, das ist der Teil, mit dem wir sprechen und denken. Aber dann gibt es hier zum Beispiel auch das Stammhirn. Damit atmen wir und da sind auch die niederen Instinkte. Manche sagen auch, Stammhirn heißt so, weil es am Stammtisch aktiv ist. Aber was ist das denn hier, dieser geheimnisvolle Teil? Der heißt Kleinhirn. Was macht das eigentlich den ganzen Tag? Und das ist schon meine erste frische Frage an euch, Kandidaten. Habt ihr eine Ahnung? Viel. Konkret gefragt, was macht das Kleinhirn bei einem Salto? Und jetzt guckt ihr so erwartungsvoll, dass ich das einmal vormache. Ich könnte es natürlich, aber ich habe drei Männer eingeladen, die es noch besser können. Bühne frei für die Free Runners! Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up that stage light, go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and play go with my back. Let's go. Let's go. Artistic Dome aus Köln. Herzlichen Dank. Uns steht noch der Mund offen. Das war super. Matze,
Also ich muss sagen, die Antwort ist relativ klar. Das Kleinchen denkt sich, mir schwindelig, was soll die Scheiße? Das kommt dabei rum, wenn du um 16 Uhr erst aufstehst und vor der Sendung Kaffee trinkst. Also deswegen zurückhalten. Geräteton ohne Geräte. Ja. Herr Lambi, was sagt Ihr Jurorenblick? Wie viele Punkte würden Sie geben? Das sind natürlich sehr viele Punkte, aber ich würde das auch machen. Aber wir haben zu Hause kein rotes Auto, das ist das Problem. Aber das ist schon Hammer, was hier die Jungs hier vollbracht haben, auch von der Sprungkraft her. Das ist schon toll. Ja. Respekt, oder? Move Artistic Dome aus Köln hat uns hier vor allen Dingen demonstriert, worum es in dieser Frage geht. Ich stelle sie noch einmal präzise. Was macht das Kleinhirn bei einem Salto? Und drei Möglichkeiten gebe ich euch jetzt vor. A. Es koordiniert die Bewegung. B. Es kalkuliert das Risiko. Oder C. Es belohnt mit Glückshormonen. 10 Sekunden habt ihr zum Denken. Was glaubt ihr? Ab jetzt. Er sagt, dass es mit dem macht die Bewegung. Risiko nicht. Ja. Otto Walkes hat doch mal gesagt, Kleinhirn an alle, Faust ausfahren. Ja. Oder? Das ist einer der genialsten Sketche und da ist so viel medizinische Wahrheit drin. Ist drin. Ihr habt alle A gesagt. Was habt ihr für eine persönliche Beziehung zu eurem Kleinhirn? Denkt ihr da öfter dran? Offensichtlich nicht. Nein? Wenn ich das sehe. Kann es sein, dass einem das ganz fehlt? Ich habe ja auch bestimmte Arten von Muskulatur nicht. Zum Beispiel die am hinteren Oberschenkel. Die wurde bei mir vergessen. Ja? Hast du beim Schöpfer noch mal reklamiert? Ja, er hat gesagt, er hat es mir woanders draufgepackt. Ich suche noch. Wir schauen uns mal faszinierende Bewegungsabläufe, die wir gerade hier im Studio erlebt haben, noch mal in Zeitlupe an. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Die Waden, die hinteren Waden fehlen. Ja, da. Der Gang über eine Treppe scheint etwas ganz Einfaches zu sein, ist es aber überhaupt nicht. Wenn man eben, das mal versucht, ja. Das kann auch nicht jeder, ich meine. Lass es nochmal hervorheben. Ihr Showstars müsst ja ständig eine Treppe runterlaufen. Legt man sich da schon mal auch unangenehm auf die Fresse, auf gut Deutsch? Es gibt keine Treppen mehr. Mariah Carey sagt, I don't do stairs, wenn sie irgendwo eingeladen ist. Und zu Recht, weil wenn sie eine Treppe hat, dann stürzt sie sofort hin. Man muss halt die Schuhe notfalls ausziehen, wenn man sich unsicher ist. Es kommt ja auch darauf an, in welcher Verfassung bist du gerade. Bei mir ist ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt als Matze runtergehe, ist alles gut. Wenn ich als Dieter Bohlen runtergehe, dann kann das schon mal sein, dass ich hinfalle. Ja, und als Beckenbauer schwebe ich runter. Also von daher kann man das nicht so... Das heißt, du lebst deine Figuren so intensiv, dass du auch, wenn du Dieter Bohlen imitierst, praktisch auch die Hälfte des Großhirns freiwillig aufgibst. Ich denke dann mit dem Stamm hier. Ja. Barbara, was wir gerade von dir gesehen haben, scheint banal, eine Treppenstufe zu nehmen, ist es aber überhaupt nicht, wenn man sich mal klammert, was das Hirn dabei alles leisten muss. Du musst die Stufe sehen, du musst die Höhe abschätzen, du musst dann den Fuß entsprechend bewegen. Den Absatz einrechnen? Der auch noch, genau. Kommt nun dazu. Und wenn man das alles bewusst machen würde, hätte man keine Chance. Und deswegen funktioniert unsere Hirne miteinander in Kommunikation so, dass man etwas lernt und dann wird es abgespeichert im Kleinhirn. Und das übernimmt dann, ohne dass man groß nachdenkt, die Koordination im Kleinhirn. A ist die richtige Lösung. Alle Teams waren richtig. Und wenn man lange genug übt, dann kann man nicht nur Treppen steigen, sondern auch ein Salto machen. Auch da höchste Koordination, wie wir hier in der Zeit sehen. Zack, genau auf der Platte gelandet. Und wieder in Bewegung. Das kann das Kleinhirn, klein, aber oho. Ausgebreitet wäre die Fläche vom Kleinhirn die Fläche von der ganzen Tischtennisplatte. Also höchste Nervenzelldichte da auf kleinstem Raum. Sehr, sehr wichtig für den Alltag. Deine Kinder können schon laufen? Nein, noch nicht alle. Eins davon kann laufen. Ist es nicht ein faszinierender Moment zu erleben, mit welchem Herzblut die da dran sind? Ja, und wie lange es dann letztendlich dauert, bis sie wirklich sicher laufen. Dauert ganz schön lang. Ich denke manchmal, wenn wir als Erwachsene erst das aufrechte Gehen lernen müssten, die meisten von uns würden weiter am Boden krabbeln, oder? Die würden sagen, ich habe das 2-3 Mal probiert, ist nicht mein Ding. Also, oder? Ich bin nicht so der Läufertyp.
Aber dadurch, dass wir das eben ganz früh lernen, speichert sich das tief ein und dann können wir uns auf andere Sachen konzentrieren, außer dem, was unser Bewegungsapparat ständig Unglaubliches leistet. Beim Tanzen, wie ist es da? Das, wenn man so eine Figur, wenn man darüber nachdenkt, da hat man auch verloren, oder? Ja, das ist natürlich automatisch abgespeichert irgendwo, ob die jetzt eine Choreografie tanzen oder einzelne Figuren. Das muss auch so sein, weil letztendlich, das ist auch bei anderen Sportarten so, es muss ein Automatismus da sein, damit die Bewegung ist. Zum Beispiel Golf ist da ein sehr gutes Beispiel. Die müssen wirklich immer dieselbe Bewegung machen, um denselben Schlag dann ausführen zu können. Spielen Sie Golf, oder? Ja, ein bisschen. Wenn man Arm es wieder zulässt. Leider im Moment ein bisschen defekt. Das wussten viele nicht. Golf ist ein Sport für Arme. Ja, für Arme. Ja. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Lecker. Jetzt haut er einen raus. Alle. Wir kommen zum Punktestand. Wir schauen mal. 10 Punkte ist uns das wert. Die richtige Antwort von allen drei Teams. Zehn Punkte ist noch nicht viel, aber in jeder weiteren Runde gibt es mehr Punkte. In der nächsten geht es schon um 20. Dahinter steckt folgendes Prinzip. Bis zum Schluss kann jedes Team aufholen und auch gewinnen. Worum geht es heute hier bei Hirschhausens Quiz des Menschen? Es geht um sehr, sehr viel. Etwas, was es noch nie im deutschen Fernsehen zu gewinnen gab, nämlich das goldene Stethoskop. Und das goldene Stethoskop in Gold bekommen die beiden Kandidaten, die heute als Sieger hervorgehen. Und die treffen dann in der Entscheidungsshow, das goldene Stethoskop ist praktisch die Eintrittskarte für die Entscheidungsshow, auf die beiden anderen Gewinner von den drei Sendungen Quiz des Menschen. Und dann gibt es im Finale dann den Kampf um den Doktortitel. Der Doktortitel Dr. Med TV. Endlich. Ja, den wollte ich immer haben. Das ist ein Doktortitel, den es in Deutschland sonst nirgends gibt und es ist der einzige Doktortitel, wo Millionen Zuschauer bezeugen können, ja, dafür hat jemand was geleistet. Ja. Also. Oder? Also strengt euch an, es lohnt sich doppelt. Wer von euch spielt Basketball? Ingolf, bist du ein guter Fänger? Ja. Das ging ja schon. Das gibt noch keine Punkte, aber Barbara Ingolf, kommt mal mit. Hey! Oh ja! Kannst du es bitte aufheben? Danke. Ich brauche nur jemanden, der mir den Ball aufhebt. Den Rest mache ich alleine. Ingolf, Barbara, ihr seid unsere ersten Kandidaten für eine Sportart, die es so auch noch nicht gegeben hat. Das heißt, ihr konntet euch unmöglich darauf vorbereiten. Wir spielen mit euren kleinen Hirn, wir spielen mit euch falschrum Basketball. Bitte kommt. Aha. Achtung, Stufe. Komm mal hier rum. Hallo. Ingolf, du kommst auf dieses formschöne Gerät. Und wie rum? Andersrum. Okay. Also da die Beine hin. Ja. Ach, du liebes bisschen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie, hier rein oder so. Okay, alles klar. Manche kennen das von zu Hause. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Das ist nämlich gut für den Rücken, tatsächlich. Tatsächlich? Weil es die Wirbelsäule entspannt, aber das ist nicht unser primäres Ziel. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Du hängst jetzt fest, wir kippen dich auf den Kopf. Ja, ist gut. Ach, schön. Und ich reiche nur die Bälle an. Ach, jetzt weiß ich, was ich heute Mittag gegessen habe. Ich hoffe, wir wissen es den ganzen Abend nicht. Oh. Barbara, deine Aufgabe ist es, Ingolf, die Bälle anzureichen. Das die Bälle anzureichen. Super. Und wirklich nicht werfen, weil das ist verdammt schwer, die Koordination auf den Kopf hinzukriegen. Ja? Ingolf wird dann versuchen, den Ball dort oben in den Korb zu werfen. Ingolf, dafür hat es sich gelohnt, oder? Ja. Keine Bälle in seine Nase. Das gibt keine Zusatzpunkte, Barbara. Ja. Lenkt den Jungen nicht ab, der muss sich jetzt echt konzentrieren. Der hat 60 Sekunden Zeit. Ab jetzt, Ingolf, los! Nein, du bist unglaublich! Du bist super! Heb auf! Baba! Oh, das ist gut! Das ist super schwer, das hat er noch nie geübt. Nächster Ball! Ingolf, die ersten 30 Sekunden sind gleich vorbei. Und das ist der erste Korb. Wow! Super! Und das ist so schwer, das umzudenken. Und ich habe das Gefühl, jetzt hat er den Bogen raus im wahrsten Sinne.
Das Kleinhirn lernt mit. Oh, er bewegt sich fast aus dem Tisch heraus. Barbara, beeil dich! Ich darf nicht helfen. Noch 10 Sekunden, der dritte Korb. Und 5, 4, 3, 2, 1. Der geht noch. Unglaublich. Vorsichtig. Das war super. Ja, da schießt einem das Blut erstmal wieder in die Beine. Der war super, oder? Wahnsinn. Wie sehen Sie das? Das war eine unglaubliche Leistung für eine Bewegung, die man nicht üben konnte. Nimm Platz. Hast du 4 geschafft? 4. 4 Stück? 4 Körbe. Matze, Judith, kommt zu uns. Ihr seid dran. Matze, gehst du in unser Folterinstrument? So, warte. Unser Inversionstisch, das wird auch zur Kreislaufprüfung genutzt, so ein Ding. So bringe ich immer den Müll runter. Wie? Muss ich Jackett zumachen, auflassen? Oder? Wie? Gut aussehen kann man dabei eh nicht. Ja. Geht's? Das zieht einem erstmal richtig. Nee. Boah. Hast du Schmerzen? Mach den Dieter Bohlen, da ist der kommt wieder frei. Wenn ich jetzt den Dieter Bohlen nachmache, klingt der wie Lothar Matthäus. So, Judith, ihr seid Startler, ich gehe aus dem Weg, ich sage auf die Plätze, fertig, los, eine Minute. Ja. Rebound und verwandelt. Oh, Judith. Greift zu allen Mitteln. Die erste halbe Minute ist vorbei. Oh, das war knapp. Weiter so. Wer fängt ja selber seine Bälle? Unglaublich, das hat noch keiner gemacht. Bisschen im Bogen werfen hilft. Nicht von unten, sondern von oben. Mehr im Bogen. Ja. Noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Die B-Note, die Haltungspunkte geben wir dir. Und auch wie er sich dann aus dem Einkorb, aber 10 Rebounds. Ja. Und wie du mit eigener Muskelkraft versucht hast, dich hochzubringen in eine Position, die dem Kleinen bekannt ist. Also auch hier ein Sonderapplaus für Matze Knob und Judith Rakers, die barfuß alles gegeben hat. Ja. Herr Lambi, ich fürchte, diese Übung kann ich Ihnen nicht ersparen. Sag mal, ja, genau, ich muss ja mitarbeiten. Er legt gleich sein Jackett ab. Er weiß, jetzt kommt es drauf an. 4 Punkte hat Ingolf Lück vorgelegt, das ist verdammt schwer. Ja, das ist schon ein hartes. Ein Punkt hier bei Matze Knob. Das Ding wird hier wieder auf ihr. Hör mal. Eingestellt, so? Ist ja so wie im. Naja, egal. Wo? Nein, alles woher kennen Sie das? Nein, ich kenne das nicht. Das will ich hoffen. Oh ja, Freunde. Halten Sie sich hier fest. Wenn Sie sich hier festhalten. Hör mal, du machst aber tiefer als bei den anderen hier. Halten Sie sich hier fest, das gibt die Illusion der Kontrolle. So, Herr Lambi ist auch Kopf unter. Down under, wie man in Australien sagt. Sie sind bereit. Auf die Plätze, fertig, los, 60 Sekunden. Er versucht sich auch rauszustemmen, mit den Bauchmuskeln zu arbeiten und näher zu kommen an den Korb. Aber ein kleiner Tipp, versuchen Sie so einen Bogen hinzukriegen. Man muss umdenken, man muss den Ball... Ja, das war sehr, sehr knapp, so von der Sorte mehr. Oh, sehr gut, sehr nah dran. Ja, da ist der erste Korb. Ich glaube, er hat die schnellste Frequenz. Wo sind denn die Bälle ab? Ich helfe mal ein bisschen mit. Ja! Danke. Noch 7. 2 Sekunden, einer, der geht noch. Der, oh! Die Zeit ist aus!
Vorsichtig, langsam, 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 ja. Da ist einem manchmal richtig schwindelig danach. Alles gut. Mensch, ich muss ein strenger Richter sein und wer hat dafür mehr Verständnis als Sie? Alles gut, warst du spät, der Letzte? Es war ganz knapp, es war aber sensationell. Oh. Was war das denn? 3 Punkte! Herr Lammy, das sah ja nach einem professionellen Basketballspieler aus. Nein. Ich habe früher in der Schulmannschaft ganz gut und viel gespielt, aber das ist ja auch schon 30 Jahre her. Welche Position? Aufbauspieler. Aber da merkt man es, das Kleinen hat die Bewegungsabläufe gespeichert, aber andersrum kann man die nicht abrufen. Es ist komplett anders, weil man halt die Distanz nicht so hat, wie wenn man normal wirft letztendlich. Matze, wie war es für dich? Ich hatte meinen Kleinen hier nicht dabei. Du hast ja auch Bowlen gespielt. Dafür war es okay. Ingolf, wie ist dir das gelungen, so schnell umzulernen? Weil ich das ausgezogen. Andersrum gar nicht konnte vorher. Aber da ist wirklich was dran. Es ist leichter, was neu zu lernen, als was man schon gespeichert hat, umzulernen. Ich darf nochmal für alle 3 Männer, die hier Großes geleistet haben, Applaus einfordern. Das war wirklich großes Kino. Unser Falschrum-Basketball. Diese Runde geht ganz klar an Ingolf Lück und Barbara Schöneberger. Die 20 Punkte habt ihr euch verdient. Ihr seid mit 30 Punkten in Führung. Und ich bin sehr froh, dass keiner von euch hier sich ernsthaft verletzt hat und ins Krankenhaus muss. Denn was man heute so hört, die Situation in deutschen Krankenhäusern ist kritisch. Ist ja richtig, wenn man da verbessert, aber gleichzeitig muss man sich klar sein, 90% der Weltbevölkerung wäre froh, in einem deutschen Krankenhaus behandelt zu werden. Und wir sollten alle froh sein, dass wir heute eine Medizin haben, die es so in der Qualität noch nie gab, historisch gesehen. Wie sähe das denn aus, wenn ein Arzt aus dem Mittelalter heute noch praktizieren würde? Wie sähe das aus, wenn mit dem Wissen der Schulmedizin von damals heute noch jemand arbeitet? Unvorstellbar. Gut aufgepasst, gleich stellen wir dazu Fragen. Willkommen bei unserem neuen Spiel Dr. Zeitsprung. Ja, hier ist Schwester Gerda. Nee, die ist gesetzlich versichert, ja. Mit Sondertarif. Merowinger Mittelalter Plus. Ja, 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 ist gut, okay. Muss aber nicht hier bleiben, oder? Naja, das muss der Arzt entscheiden, ne? Wundern Sie sich nicht, aber die Ärzte, die ihr Mittelalter-Sondertarif vorsieht, sind manchmal etwas eigenartig. Aber der Doktor ist doch gut, oder? Gut! Mich deucht, ich bin der Beste. Was macht euch leiden? Ja, hier. Ah, ei, 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 ei. Die Wunde eines Säbels. Was? Nein, die Messer einer Elektroheckenschere. Ah ja. Welche Waffe es auch immer war, eine Salbe wird euch Heilung bringen. Schwester, Schüssel. Oh, was ist jenes? Die Urinprobe? Oh, der Kranken? Vortrefflich. Denn auch auf dem Gebiet der Herrenschau bin ich bewandert. Aha. Stimmt was nicht? Mich dünkt der Arm nicht trübe. Alles bestens, reizendes Fräulein. Welch gaumengefälliges Tröpfchen. Danke. Wohl an die Salbe. So, ja, damit. Ein wenig Honig. Ein Ei. Schinken in Käse. Ja, Dr. Berger, Sie kommen besser sofort her. Und natürlich ein gerötet Maß, ein frischen Dunk vom Schaf. Und nun, geschwind auf die Wunde damit. Ui, ui, ui. Reizendes Fräulein, beruhigt euch. Meine Schafdungsalbe ist vorzüglich, gell? Schaut's. Stehen. Ha. Wieso dieses? Weib, die Salbe. Nein, kommt nicht in Frage. Ah, verstehe. Ihr haltet also in diesem Fall die Turiner Tinktur für besser. Sehr gut. Turiner Tinktur? Ja, ja.
Lilienöl, eingelegte Regenwürmer und Ungemach. Wo ist der hin? Wer? Der junge Hund, der in der Tasche war. Er ist in Fleucht. Der ist da ja, edler Recke, seid gedankt. Geschwind, ein Feuerchen, ein Topf, das Lilienöl gekocht und das Hündchen reingeworfen und dann... Sind Sie irre? Doch. Zuerst der Hund, danach die Regenwürmer. Boah, das stinkt ja wie die Pest. Pest! Strafe Gottes! Hab ich denn alles wie das Mittel gegen den schwarzen Tod dabei? Fenchel! Oh, Ungemach! Kein Entenblut! Nennt ihr vielleicht eine Ente euer eigen? Ich nehme an, das sollte ja bedeuten. Erhaltet ein und führt mich zu eurem Felderfrieden. Ein herzliches Dankeschön an unseren Dr. Zeitsprung, Martin Klempner von Switch Reloaded. Die Pest wurde angesprochen. Der schwarze Tod, da kriegte der Medizinmann aber richtig Angst, denn die hat damals im Mittelalter ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgerottet. Und dass die nicht mehr gibt, hat weniger mit den Tinkturen der damaligen Zeit zu tun, sondern mit der Verbesserung der Hygiene und der Erfindung der Antibiotika. Aber was die damals in ihren Kombipräparaten alles drin hatten, ja, Schlangenfleisch, Entenblut oder Bärengalle in dem Wundermittel Teriak, das ist also alles recherchiert, das ist alles historisch verbürgt, was wir hier in diesem Film verarbeitet haben. Mittelalterliche Methoden, jetzt einmal unter der Lupe, die Harnschau. Ist da irgendwas dran? Ist das irgendwie sinnvoll? Das ist jetzt meine Frage an euch. Was glaubt ihr, war das Trinken von Urin als Untersuchungsmethode sinnvoll? Ja oder nein? 10 Sekunden ab jetzt. Auf jeden Fall. Ist ja immer noch. Das ist ja selten. Ihr sagt alle ja. Seid ihr alle begeisterte Anhänger der Eigenurintherapie oder wie kommt das? Aber ich glaube, es macht man immer noch, oder? Ja, es hilft bei Husten, bei starken Husten zum Beispiel. Und im Hahn kann man, ich trinke das selbst nicht, aber ich hab davon gehört, dass es helfen soll. Im Urin sieht man, ob der trübe ist oder klar. Gesunder Urin ist klar. Man sieht, ob da Infekte drin sind. Aber am Geschmack alleine kann man vor allen Dingen eine Erkrankung erkennen, Diabetes. Nämlich die Zuckerkrankheit. Diabetes heißt Mellitus, übersetzt süßer Durchfluss. Und das wussten sogar die Chinesen schon ungefähr 600 nach Christus, dass bestimmte Patienten süßen Urin haben. Also ist es diagnostisch möglich, auch heute mit einem Teststreifen, aber zur mittelalterlichen Zeit auch mit der Zunge. Ihr habt alle richtig geraten. Und Eigenurintherapie ist so ein bisschen Geschmackssache, ja, muss man sagen. Aber wenn ich eins gelernt habe, ist es die Weisheit des Körpers zu respektieren, wenn die Nieren etwas ausscheiden wollen, ich glaube denen. Ich glaube, die wissen, was sie da machen. Die filtern 180 Liter Blut jeden Tag, um Schadstoffe in einem Liter konzentriert loszuwerden. Und dann sagt jemand, lass uns den oben wieder reinkippen. Ich glaube, auch Nieren fühlen sich verarscht. Aber das ist meine private Meinung. Möchte ich niemand sein Weltbild einreißen. Die nächste Methode aus dem Mittelalter, die gekochten Hundewelpen. Man mag sich das nicht vorstellen, aber das gab es wirklich. War eine Tinktur aus Lilienöl und Hundewelpen zur Wundbehandlung sinnvoll? Liebe Kandidaten, ja oder nein? 10 Sekunden. Achso, ja, gab es das jetzt wirklich? Ja, aber eins von denen gibt es nicht. Ob die sinnvoll war oder ob die das gemacht haben? Sie haben es gemacht, dass es verbirgt, aber war das irgendwie sinnvoll? Ist es nachvollziehbar, dass das was bringt? Wir haben entschieden, es ist uns egal, wir wollen es einfach nicht. Deswegen haben wir Nein gewählt. Richtig. Ja. Wollt ihr noch einen Appell für den Tierschutz loswerden? Ja, bitte kochen Sie keine Welpen, meine Damen und Herren. Nein. Ja. Nein. Matze? Und auch ich als Hobbykoch muss sagen, auch Lilienöl hat Gefühle. Ja. Also von daher nein. Nee, man möchte sich gar nicht ausmalen, woher diese Rezepte kamen für Königsberger Mopse oder so. Chihuahua süß-sauer, man will das alles nicht wissen. Und eure instinktive Abneigung hat auch medizinisch meine volle Rückendeckung. Das war einfach Schabernack, das war Hokuspokus, medizinisch in keiner Art und Weise sinnvoll.
auch historisch Nonsens. Ihr habt alle richtig geraten. Und jetzt wird es nochmal spannend. Die dritte und entscheidende Frage lautet: War eine Salbe aus Käse und Schafdung gegen Geschwüre sinnvoll? Was glaubt ihr, ja oder nein? 10 Sekunden ab jetzt. Geschwüre weiß ich nicht. Ich glaube Geschwüre, oder? Ja. Ja? Aber warum? Der Käse vielleicht. Ihr sagt alle ja? Ja. Es ging aber eigentlich, im Einspieler ging es um diesen vermeintlichen Säbelschnitt. Ja? Ja. Und da habe ich gedacht, dass es dafür, also kein Geschwür, aber dass es dafür gut ist, weil Schaftung ist ja warm und sind da noch ein paar Stoffe drin, die das Ganze warm halten, wird da fest, ist eine Art Verband vielleicht und so. Aber weil du jetzt gerade fragtest, ob es gegen Geschwüre. Ja. Aber hilft ja vielleicht auch. Wie wär's mit Pflaster? Ja. Im Mittelalter? Schwierig. Ja, aber Verband gab es ja schon. Die Kombination von den Bakterien und dem Käse führt zur Schimmelbildung. Und es gibt eine Forschungsgruppe Klostermedizin, die haben sich Gedanken darüber gemacht, ist an diesen Rezepten von früher irgendwas sinnvoll gewesen? Und tatsächlich, wer hat das Penicillin entdeckt? Fleming bei Schimmelkulturen. Das heißt, diese Kombination von Honig und Schimmelkulturen kann tatsächlich, es ist heute nicht mehr nachprüfbar in der Form, kann tatsächlich ein bisschen antibiotisch gewirkt haben. Ihr wart alle richtig. Super. Unglaublich, wie gut sich alle drei Teams hier schlagen. 30 Punkte bei allen drauf. Schön. Matze, du hast uns auch ein Urlaubsfoto von dir mitgebracht. Hab ich? Ja. Ja, hab ich. Guck mal. Ja. Oh, süß. Da fange ich gerade den Basketball, den mir mein Vater zugeworfen hat, der auf dem Rücken lag. Nein, das war an einer Nordsee. Ich glaube, es war auf Baltrum, soweit ich mich erinnere. Und ich habe damals auch immer schon viel mit Fußball zu tun gehabt. Da bin ich als Torwart aktiv. Die große Frage, gibt es nicht irgendwie ein paar Tricks, wie man die Urlaubsfreude etwas verlängert? Doch, die gibt's. Es gibt auf unserer kleinen Welt Meinungen, die wir lange Zeit für ewige Wahrheiten hielten. Fußball ist so eine Männersache. Und Spülen und Tischdecken und sowas, das ist Mädchensache. Ja, ja, und die Erde ist eine Scheibe und Urlaub ist Erholung pur. Von wegen. Mensch, warum müssen denn die Idioten alle heute losfahren? Die Autobahn verstopft, Platzangst im Flieger, das Hotel im romantischen Fischerdorf eine Baustelle, der Pool ein Albtraum. Das soll Erholung sein? Warum tut man sich das an? Manche Anzeichen deuten darauf hin, dass Freizeit und Urlaub Probleme geworden sind. Richtig. Fast die Hälfte der Deutschen fühlt sich laut einer Umfrage nach dem Urlaub nicht optimal erholt. Und das bei der stattlichen Zahl von durchschnittlich 29 Urlaubstagen. Zum Vergleich, Amerikaner haben pro Jahr nur mickrige 12 Urlaubstage. Deshalb greifen die Amis etwa beim Spring Break oft zu Hilfsmitteln, um sich schneller zu entspannen. Aber es geht auch ohne Hilfsmittel. Hier sind 3 goldene Regeln für den entspannten Urlaub. Regel 1. Lassen Sie es ruhig angehen. Ein freier Tag vorm Abflug daheim ist ein empfehlenswerter Puffer. Regel 2. Langstreckenflüge vermeiden. Besser eine kleine Reise nach Rügen als ein Langstreckenflug auf die Malediven. Die Strapazen der An- und Abreise mindern den Erholungseffekt. Ein Jetlag ist purer Stress für den Körper. Regel 3. Nein zum Alltag. Was Kaiser Franz in den 70er Jahren konnte, können Sie heute schon längst. Grenzen Sie die Arbeit aus. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, nicht erreichbar zu sein. Für Notfälle vereinbaren Sie kurze Zeitfenster. Wer sich mit diesen Regeln überfordert fühlt, dem bleibt eins. Urlaub ohne großen Anreisestress, mit Essen wie bei Mutti und garantiert hohem Sonnenschutzfaktor. Gute Erholung auf Balkonien. Herr Lambi, was sind Sie denn für ein Urlaubstyp? Eigentlich bin ich immer so der Sonne-Strand-Mensch, ohne daran zu braten. Gerne auch ein bisschen Aktivität dabei. Aber ich bin eigentlich mehr so für die warmen Gefilde. Ich mag das halt. Wir haben ja hier einen sehr langen Winter gehabt und dann freue ich mich dann Badehose und entspannen.
Das möchtest du sehen, habe ich gerade gemerkt, Matze. Ich habe nicht gepfiffen. Ach so. Also, das kam von ich wollte pfeifen, habe ich aber nicht getraut. Jungs, später. Kennt einer von euch den Shampoo-Trick? Den habe ich neulich vom Psychologen empfohlen bekommen. Das gleiche Shampoo wie zu Hause benutzen? Nee, genau das andere. Ach so. Weil, wenn man zu Hause bleibt oder wenn man in Urlaub fährt? Nee, wenn man in Urlaub fährt. Also der Shampoo-Trick soll so gehen. Gerüche und positive Gefühle, das lässt sich ja sehr, sehr gut speichern im Kopf. Und wenn man dann im Urlaub konsequent ein anderes Shampoo nimmt, zum Beispiel das aus dem Hotel, und dann klaut und mit nach Hause bringt, dann hat man Urlaubsgefühl dann zu Hause. Dann hat man Urlaubsgefühl in das dem stimmt. Moment, wo man das wieder das benutzt. Stimmt. Und so kann man ein bisschen was von den positiven Gefühlen in den Alltag rüber retten. Und dann reicht, wenn man... Geht das auch mit Handtüchern? Ja. Darf man dann aber nicht. War eine Eikel. Dann zack, ist man in einer anderen Welt. Probiert es auch. Urlaub ist ein Thema, was uns offensichtlich alle bewegt und alle sofort in viele Erinnerungen bringt. Es sind vor allen Dingen zwei große Themen, die im Urlaub eine Rolle spielen, nämlich Essen und Sonnenschein. Und die beiden kombinieren wir in unserer nächsten Frage. Die lautet: Welches dieser Nahrungsmittel ist ein essbarer Sonnenschutz? Kurz zur Erklärung, Forscher haben herausgefunden, dass in Lebensmitteln, wenn man sie isst, sich die Schutzfunktion der Haut verlängern lässt. Also nicht die Lebensmittel auf die Haut tun, sondern von innen heraus wirkt da etwas. Drei gebe ich euch zur Auswahl. A, ist es Parmaschinken, B, Spaghetti Napoli oder C, Panna Cotta. Also von der Vorspeise in Italien bis zum Nachtisch, was könnte eine Schutzwirkung gegen die Sonne haben. Alkohol. 10 Sekunden ab jetzt. Alkohol. Man merkt es dann erst später. Oder der Parmaschinken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihr sagt alle Panna Cotta. Ja. Da ist der Wunschvater des Gedankens, glaube ich. Bist du so eine Süße, nicht nur für die Mücken, sondern auch beim Nachtisch? Ja. Mein Mann sagt ja auch immer, dass Gin Tonic gegen die Mückenstiche hilft. Und deswegen glaube ich daran, dass das stimmt, es auf jeden musst, Fall Nahrungsmittel gibt, die irgendwie helfen. Du, aber das haben die Engländer früher gemacht in Afrika. Du musst, glaube ich, 11 Liter Tonicwasser trinken, damit dich die Mücken nicht mehr stechen. Richtig, das haben wir auch versucht dann auf den Malediven. Hat irgendwann gewirkt. Aber die stechen einen vor allen Dingen deswegen nicht mehr, weil man nach 11 Litern Tonic permanent auf dem Klo ist, oder? Das wird gleich abführen. Aber wie sehr das, was wir essen, unseren Körper verändern kann, das ist mir neulich klar geworden. Da habe ich es mal ausprobiert. Ich habe eine Woche lang konsequent nur Sonnenblumenkerne gegessen. Und ich merkte dann beim Spazieren, wie sich mein Kopf mit der Sonne mitdreht. Da ist wirklich was dran. Schauen wir mal. Ich hatte gesagt, was hat es mit dem mediterranen Essen auf sich? Irgendwas ist ja daran extrem gesund. Wir fahren dahin, wir müssen uns eincremen, damit wir nicht verbrennen, die Italiener. Die cremen sich nicht ein, sind ja auch nicht ständig mit Sonnenbrand geplagt. Wir hatten gefragt nach Schinken. Ist lecker, aber hat mit Sonnenschutz nichts zu tun. Panna Cotta heißt wörtlich gekochte Sahne. Das ist ein schöner Nachtisch, aber für Elfenbeinhaut wie deine, Judith, ich weiß nicht, wie viel du davon isst. Aber es ist nichts drin, was irgendwie die Haut gegen Sonne schützt. Ihr habt alle leider komplett falsch gelegen. Gekochte Tomaten, das war das Geheimnis. Ihr habt alle auf Panna Cotta getippt. Leider falsch, keine Punkte für keinen in dieser Runde. Oh. Wie wirken Sonnenstrahlen eigentlich auf unsere Haut? Von all den Strahlen, die Sonne uns schickt, ein paar sieht man, viele sieht man nicht. Zum Beispiel das ultraviolette Licht teilt man ein in UVA und UVB. UVA landet tief in der Haut, UVB hier in der Oberfläche. Und die Haut mag das gar nicht, die wehrt sich. Und zwar die Melanozyten, diese pigmentbildenden Zellen, die schütten die bräunenden Substanzen aus. Viele mögen das, denken, oh, das ist schick, das ist gesund. Aber in Wirklichkeit ist es eine Schutzreaktion der Haut, die schreit, Hilfe, ich kriege zu viel Sonne ab. Diese braunen Pigmente können einen Teil der Strahlen reflektieren, aber natürlich landet immer noch viel in der Haut und dann sieht man es, sie wird rot. Sie fängt an zu brennen und irgendwann ist man, wie die Engländer, ganz durch. Wenn dann die Haut sich nach dem schweren Sonnenbrand anfängt zu pellen, sagen viele, ich wollte doch im Urlaub Tapetenwechsel. Aber das ist
sehr ungesund. Was macht denn UVA hier unten? Dort trifft es auf das Bindegewebe. Das sind so lange Kollagenfasern, die für unsere Elastizität in der Haut sorgen. Wenn die kaputt gehen durch die UV-Strahlung, dann brechen die auseinander. Und was heißt das konkret? Faltenalarm. Ah. Das ist die Theorie. Barbara, kriegst du einen Schreck? Komm mir irgendwie bekannt vor. Das ist die Theorie, aber schauen Sie sich mal an, was das ganz praktisch bedeutet. Dieser Mann heißt William McGallagher. Und er ist auf der einen Seite seines Gesichtes viel älter als auf der anderen. Also er ist auf dem Papier 69 Jahre alt. Wenn man nur die eine Hälfte sehen würde, würde man denken, der ist 20 Jahre älter. Wie kam das? Er ist Lastkraftwagenfahrer und ist jahrzehntelang mit offenem Fenster immer dieselbe Strecke gefahren. Die Sonne brannte auf diese Seite des Gesichts und die andere, die im Wageninneren lag, lag im Schatten, bekam wenig UV ab. Und da sieht man wirklich diese voralternde Wirkung von UV-Strahlen, ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ist ja krass. Was geben die Leute alles für teure Cremes aus, die irgendwie Anti-Aging versprechen und die Haut glatter und jünger machen? Das wirksamste Anti-Aging, auch in seinem Fall, wäre einfach eine gute Sonnencreme gewesen. Und die muss gar nicht teuer sein. Wie funktioniert denn Sonnencreme? Wir haben hier eine Familienpackung. Herzlichen Dank. Oh. Wenn man die hier oben mal auf die Haut macht. Wunder der Technik. Hallo. Gibt es zwei Arten von Sonnencreme. Die einen haben so kleine Spiegel, Mineralien in der Sonnencreme, die UV-Strahlen werden beide abprallen. Das hält ein bisschen was von der UV-Strahlung, natürlich auch nicht alles ab. Die zweite Art, der zweite Trick ist, die UV-Strahlen zu verwandeln durch chemische Prozesse. Aus dem harten UV-Licht wird Wärme und die wird in der Haut abgeleitet. Jede Sonnenmilch hat nur eine bestimmte Dauer, die sie unsere Haut zusätzlich schützt. Und deswegen möchte ich euch jetzt einen wissenschaftlich geprüften super Tipp geben gegen Sonnenbrand im Urlaub. Aber wirklich, das muss unter uns bleiben. Schatten. Kennt ihr das, wenn Frauen manchmal dann ein schulterfreies Kleid tragen und da oben sind so zwei kleine weiße verräterische Streifen und man sieht, ach so sieht der Bikini aus. Dieses Alltagsphänomen hat uns auf folgendes Spiel gebracht. Wir zeigen euch jetzt Fotos von gebräunten Körpern, die aber an bestimmten Stellen weiß sind, nämlich da, wo man beim Sport eine bestimmte Kleidung trägt. Ihr müsst um die Ecke denken, was könnte das für ein Sport sein? Toll. Ein Beispiel. Welche Sportart könnte so einen Abdruck hinterlassen, wenn Radsport. Ihr eine Idee habt, einfach auf den roten Buzzer? Radsport. Radsport? Was nee, würde man dabei tragen? Surfen. Ein T-Shirt und irgendwie so eine Kiten. Radlerhose. Nein, ja, deswegen liegt er beim Radsport ist sie Kiten, länger. Kiten surfen, oder Surfen. Kiten, Surfen. Ach, surfen. Es war nur ein Beispiel, es gibt noch gar keinen Punkt dafür. Aber hier ist das Auflösungsfoto. Wakeboard oder Surfen wäre die richtige Antwort gewesen, aber das war nur ein Beispiel. Ab jetzt gibt es Punkte. Bitte, das erste Bild, hier ist es. Ihr müsst wirklich auf die Feinheiten achten. Skaten. Ja, also Rollschuhskaten. Skating. Auf der. Und woran wollen Sie das erkannt haben? An den Ellbogenschonern und an den Knieschonern. Und was ist das da am Kopf? Ein Stirnband. Ein Helm oder ein Stirnband? Ja. Wir schauen mal an, ob Inline-Skaten richtig ist. Das ist die richtige Lösung. Schön um die Ecke gedacht. Erster Punkt für Joachim Lambi. Sehr gut. Sie sahen gut aus. Sie sahen fantastisch aus. Das zweite Bilderrätsel. American Football. Yeah. Sie sind ja unglaublich schnell. Super schnell. Stimmt. Und woran haben Sie es erkannt? Hauptsächlich hier an dem Mundschutz. Ja, den trägt Matze öfter, damit mir nicht so oft in die Fresse haut, aber... Ja, stimmt. Es ist American Football. Wir schauen uns die super. Auflösung an. Sieht gut aus. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Das dritte Rätsel ist, glaube ich, das schwerste. Also alle nochmal konzentriert bei der Sache sein. Was ist das? Nackt-Fallschirmspringen. Nackt-Fallschirmspringen? Fallschirmspringen. Also, was? Also wie kamt ihr da drauf?
Weil er einen Rucksack getragen hat und sonst nichts. Also selbst beim Nacktfallschirmspringen würde man noch einen Helm tragen, glaube ich. Also es ist nah dran, aber es ist falsch, die anderen dürfen. Nacktwandern! Hier! Was? Ja. Ehrlich? Was ist denn überhaupt? Das Einfache ist so nah. Kommt jetzt der nackte Ingolf? Ich bin gespannt. Herr Lambi, auch diese Freude wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Ja. Hier ist das Auflösungsbild. Ja! Ja. Sehr schön! Bei mir ist es etwas größer gemacht. 50 Punkte! Für einen sensationellen Joachim Lambi und Ann-Kathrin Kramer. Ihr zieht an den beiden anderen Teams vorbei. 90 Punkte. Weiß einer von euch, was Siderodromophobie ist? Siderodromo. Das ist die Angst, mit der Bahn zu fahren. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von der Angst, zu früh zu kommen. Aber es gibt viele Ängste. Und damit sind wir bei unserem nächsten großen Thema. Es kommt jetzt ein Film, der ist so gruselig. Ich kann Ihnen zu Hause nur sagen, rücken Sie ein bisschen enger zusammen, halten Sie eine Hand fest in Ihrer Nähe oder gucken Sie wenigstens so. Was haben diese Pinguine und der deutsche Durchschnittsmichel gemeinsam? Okay, beide sehen super gut aus. Aber da ist noch etwas. Buh. Und buh. Genau, beide haben manchmal Angst. Wobei wir Deutschen vor vielen Dingen Angst haben. Älter werden? Ich habe Angst vorm Versagen. Vor Spinnen habe ich zum Beispiel Angst. Dass ein Krieg kommt. Dass die Preise immer wieder sich erhöhen. In der Tat. Am meisten fürchten sich unsere Mitbürger laut einer Umfrage vor steigenden Preisen. Mehr noch als vor Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit. Und das, obwohl wir bislang von der Krise weitgehend verschont wurden. Wer keine Angst hat und gerne Angst hätte, kann ja ins Kino gehen. Die filmischen Zutaten für den Horror sind vor allem finstere Bösewichter. Sehr wichtig ist auch die Musik, zum Beispiel in Hitchcocks Psycho. Es wäre weniger gruselig, hätte Hitchcock diesen Song gewählt. Sitzt man schön gemütlich auf der Couch, ist Angst ein prima Nervenkitzel. Die Liste der Phobien reicht von A wie Achluophobie, der Angst vor Dunkelheit, bis zur Zoophobie, der Angst vor Tieren. Und bei den Tieren sind es ausgerechnet Spinnen, vor denen besonders viele Menschen Angst haben. Warum eigentlich? Diese Frage stellt sich jetzt auch Dr. Eckart von Hirschhausen. Ist vorbei? Oh, ich krieg da Gänsehaut. Ihr auch? Echt? Ich krieg Gänsehaut im Gesicht bei Spinnen. Das ist fies, oder? Ja, aber warum? Warum ist es? Weil die schnell sind, weil die haarig sind, weil man die nicht berechnen kann? Was ist das? Da gibt es verschiedene Theorien. Aber wer hat von euch Spinnenangst? Du ein bisschen? Ann-Kathrin? Judith auch? Die Jungs, habt ihr Ängste? Ingolf, du? Keine Spinnen, nein, ich bin Superheld, ich habe vor nichts Angst. Also, nein, ich hab zum Beispiel, ich hab keine Angst vor Spinnen, das macht mir überhaupt nichts aus, ich lasse mich drüber laufen, alles und so, ist gar nicht schlimm. Ich habe nur eine Vogelfobie. Das heißt, mir hat als Kind mal einer einen Hahn auf den Buckel gesetzt, der hat mir noch in den Kopf gehauen und seitdem, wenn irgendwo was fliegt und so weiter, Spatzen, wenn man draußen sitzt im Sommer, ist für mich schrecklich, muss ich immer rein. Echt? Also, ja, ist ganz schlimm. Also, obwohl jemand sagt, die tun ja nichts, ja, aber es ist ja immer so. Und wenn du dann den Film Die Vögel guckst, wie ist das? Ja, die Vögel, das ist, ich habe das mal versucht, so zur Abschreckung, also so als Therapie, das Schlimmste angucken, und, aber es hat nicht funktioniert. Also ich habe immer noch, aber die Vögel kann ich wiederum sehen, das geht. Deine Frage ist aber wissenschaftlich gar nicht so eindeutig zu beantworten. Warum haben Menschen in Deutschland Spinnenangst? Weil in Deutschland gibt es einfach faktisch keine tödlichen Spinnen. Das heißt, es ist eine unrealistische Angst. Ja. Du hast gesagt, es könnte daran liegen, dass sie so schnell sind. Das ist eine Theorie. Alles, was uns genetisch ganz weit entfernt ist, macht uns Angst, weil sie so unberechenbar sind, weil sie so viele Beine haben. Und das ist erstmal so ein Impuls, instinktiv zu machen. Ich glaube, weil die dann hängen am Faden.
Weil schnell sind ja viele Tiere, vor denen man keine Angst hat. Aber man denkt, man hat die weggeschlagen und dann hängen die wieder irgendwie an einem dran. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das Schlimme. Also die andere Theorie sagt, dass es früher auch tödliche Spinnen in Europa gab und dass man das da gelernt hat. Und die dritte Idee ist, dass Eltern einfach Vorbild sind. Wenn die Eltern großes Bohai machen um die Spinnen, dann lernen die Kinder das von klein auf, auch Spinnen zu fürchten, wenn die entspannt sind. Ist die Spinnenangst nicht da. Also, interessante Frage auf alle Fälle. Stimmt das eigentlich, dass man nachts Spinnen verschluckt? Ja. Nein, das möchte ich gar nicht wissen. Jeder Mensch verschluckt dass man so im Jahr im ungefähr Jahr 10 Spinnen. 10 Spinnen also, verschluckt? Nein, nein. Doch. Ja. Ehrlich? Wo sind die denn? Und dann gehen die unter die Haut und dann legen die ganz viele Eier und dann kommen die alle raus. Was habt ihr denn alle für Storys in den Köpfen? Schlafen. Also wenn du wirklich Hunger verspürst, halt einfach den Mund so auf und schlaf. Aber wenn man auf der Seite schläft, dann ne? trifft den anderen. Dann gehen die ins Ohr. Ja. Da sind okay. ja schon die Da, wo ihr heute sitzt und euch um Ängste ängstigt, saß vor wenigen Sendungen die geschätzte Wettermoderatorin Claudia Kleinert. Und die hat auch gesagt, sie hat Angst vor Spinnen, aber sie war bereit zu einem Experiment. Wie kann man Angst denn überhaupt messen? Die zeigt sich an den körperlichen Reaktionen und da kann man dann den Hautwiderstand messen, sozusagen als ein Zeichen, ob man feuchte Finger kriegt. Die Herzrate, der Puls geht natürlich mit der Angst hoch. Und der Mann, der jetzt zu sehen ist, das ist einer der führenden Angstexperten, Barwin Bandelow. Und der hat unsere Claudia Kleinert dahin geführt, wo sie eigentlich nie hin wollte. Wie fühlen Sie sich denn jetzt im Moment? Ängstlich. Ängstlich, ja. Etwas verunsichert, ja. Und macht sich das schon bemerkbar durch irgendwelche körperlichen Angstsymptome? Merken Sie irgendwas? Sehr kalte Hände. Sehr kalte Hände? Ja. So ganz wohl ist Claudia Kleinert nicht in ihrer Haut. Sie weiß, dass sie heute hier in Saarbrücken mit ihrer Spinnenangst konfrontiert wird. Und Angstexperte Barwin Bandelow weiß, dass es gleich sehr, sehr unangenehm wird für Claudia Kleinert. Kann der Experte die Heilung von der Spinnenangst garantieren? Das kann man vorher nicht sagen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die Spinnenangst haben. Also fast 90% haben so Bammel, so eine Spinne anzufassen. Und das kann so oder so ausgehen. Und dann ist es soweit. Jetzt drehen Sie sich mal so rum. Oh. Die sind auch nicht schlimmer. Und wie fühlt sich das an? Eklig. Vor allen Dingen habe ich das, ich kriege Gänsehaut und ich habe das Gefühl, ich muss überall gucken, ob nicht was an mir krabbelt. Die Angstattacke angesichts der Riesenspinnen spielt sich nicht nur im Kopf von Claudia Kleinert ab. Die allgemeine Körpertemperatur hat sich erhöht, der Puls ist auf über 190 gestiegen, der Hautleitwert hat sich schlagartig verändert. Und ein Blick auf die Hände von Claudia Kleinert reicht, das Ausmaß ihrer Angst zu begreifen. Schlimm, aber zitternde Hände sind für die Therapie noch längst nicht schlimm genug. Wir gehen jetzt darüber und wir gehen jetzt mal in das Gebäude rein. Aber die sind da nicht in echt, oder? Oh doch. Und wenn Claudia Kleinert wüsste, was sie gleich erwartet, würde sie vielleicht nicht so einfach mitgehen. Wenn die mir was tut. Die frisst sie auf. Oh. Ja. Da haben viele zu Hause jetzt mitgelitten und auch die Damen hier im Studio, die sind ein bisschen unruhig geworden. Ann-Kathrin, wie geht's dir? Das ist gruselig. Allein beim Zugucken schon, oder? Ja, also ich muss auch weggucken zwischendurch. Ich finde das gruselig. Judith, wie ging's dir? Mir juckt's schon. Es ist irre, was das in uns auslöst. Ja. Und wir werden auch natürlich auch gleich sehen, wie es Claudia Kleinert weiter erging in unserem Experiment. Aber eine Frage zwischendurch an euch. Warum zittert der Mensch eigentlich vor Angst? Was steckt da dahinter? Ist es A, das Adrenalin führt zu Muskelkrämpfen, B, die Muskeln wärmen sich für die Flucht vor oder C, das Hirn wird überreizt und verliert die Kontrolle. 10 Sekunden ab jetzt. Ihr sagt alle samt B. Wie ist das bei den Tänzern, wenn da Lampenfieber dazukommt? Wird man besser oder schlechter? Ich glaube, die sind alle so trainiert, dass die schon wissen, was sie machen müssen. Aber es ist natürlich eine Grundaufregung da. Man tanzt sich ein und die Muskulatur wird wärmer.
Und dann ist man auch bereit, was zu tun. Was haben die Schauspieler für Tricks gegen Lampenfieber, gegen Angst auf der Bühne? Zu versagen, Blackout? Also es gibt eigentlich keine Tricks. Es gibt nur dieses Vorher, das ist bei allen unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber in dem Moment, wo es losgeht, ist es dann einfach weg. Weg. Im besten Fall. Im besten Fall, ja. Aber da findet halt jeder für sich so seine Methode. Ne? Aber Judith, wenn ihr zittern würdet, das würde man sofort an jedem Blatt sehen. Ja, aber bei meiner ersten Tagesschau weiß ich noch genau, da habe ich so gezittert, meine Beine, dass ich immer dachte, der Zuschauer sieht jetzt, wie mein Oberkörper die ganze Zeit so macht. Und ich habe mir nachher die Sendung angeguckt und ich habe komplett ruhig gestanden. Aber unten war wirklich so. Aber das war nur bei der ersten, also ich stehe jetzt nicht jedes Mal da mit schlotternden Beinen. Nein. Das heißt, man kann Ängste sich auch abtrainieren und auch überwinden. Warum zittern wir vor Angst? Ingolf, habt ihr eine Idee? Ja, wir glauben, dass das eben noch so eine ganz archaische Reaktion ist und dass sich die Muskeln auf die Flucht vorbereiten. Also das fanden wir jetzt eine überzeugende Antwortvorgabe. Fragen wir noch mal den Mann, der es wissen muss, denn er beschäftigt sich professionell wie kein anderer in Deutschland mit dem Thema Angst. Professor Bauen Bandelow, herzlich willkommen. Wir haben Sie schon im Film eben kennengelernt. Warum zittern wir vor Angst? Macht das irgendeinen Sinn? Ja, es ist genauso, wie das Ingolf Lück gerade gesagt hat. Also Muskeln zittern eigentlich immer, aber man sieht das nicht, weil es so ein feines Zittern ist. Und in der Kampf- oder Fluchtreaktion werden die Muskeln angespannt und dann sieht man das Zittern auch. Es ist auch so, dass die aufgewärmt werden sollen. Das ist also wie beim Kältezittern, dass dadurch die Muskeln wärmer werden durch das grobe Zittern. Haben denn diese Ängste irgendeinen biologischen Sinn über diese Flucht hinaus? Weil es gibt ja Ängste, die behindern Menschen so sehr, dass sie überhaupt nicht mehr am alltäglichen Leben teilnehmen können. Also wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir nicht lange überleben. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, dass uns ein 20-Tonner von hinten umfahren könnte, wenn wir nicht einen Satz zur Seite machen. Und das passiert den ganzen Tag, ohne dass wir darüber nachdenken. Richtig ist also, dieses Zittern bereitet uns auf die Flucht oder den Kampf vor. B ist die richtige Lösung. Alle Teams haben damit richtig gelegen. Das sind 60 Punkte für alle Teams. Sie haben Claudia Kleinert begleitet in ihre Angst hinein. War sie ein schwerer Fall? Muss man sagen. Ich sehe ja viele ängstliche Menschen und sie hat wirklich gezittert wie Espenlaub. Schauen wir mal. Claudia Kleinert ist standhaft geblieben und hat sich ihrer Angst gestellt. Claudia Kleinert nimmt ihren Mut zusammen und betritt das Haus der Spinnen. Was erwartet mich da? Weil wenn ich da jetzt irgendwie so ein Vier, das an mich klettert, dann gehe ich sofort. Der zweite Teil der Übung kommt jetzt. In der Galerie erst einmal Erleichterung. Nein, das ist die ganze Installation. Das heißt, über mehrere Projektoren werden also die Spinnen hier projiziert. Das ist ein Modell des Hauses, in dem wir stehen. Hier sieht man dann diese Spinnen da drin rumlaufen, nicht? Boah, ist das widerlich. Also das, was wir gesehen haben, waren einfach nur diese kleinen winzigen Spinnen. Eine geniale Idee des Künstlers. Können wir jetzt gehen? Ich fand das ein total spannendes Experiment. Aber wir sind noch nicht fertig. Und in der Tat. Wir machen das einfach so, dass ich mir mal diese Spinne auf die Hand setze. Ja. Ne? Machen Sie das mal. Oh, aber die sind doch gefährlich. Ich weiß nur, dass man sie nicht anpusten darf, ne? Nicht anpusten? Nee, nicht anpusten. Dann fühlen sie sich bedroht. Aber wenn man einfach so sie hält oder so, ist ein ganz schönes Gefühl, weil die so majestätisch da lang marschiert. Jetzt rücken wir mal hier erstmal ran, Phase 1, ne? Es geht nur einmal darum, diese Spinne anzufassen. Oh, ist eklig. Das eklige Gefühl hört in dem Moment auf, wenn... Wenn die mir was tut. Ja? Ja? Okay. Es geht prima. Geschafft. Und nach einer Weile will Claudia sogar mehr Kontakt mit Clara, so heißt die Vogelspinne. Super, Frau Kleinert, geschafft. Danke. Ich hätte es nicht gedacht. Ja. Also, wenn Sie mich nicht an die Hand genommen hätten, wäre ich da unten wieder umgedreht. Das wäre schade gewesen, denn künftig wird Claudia Kleinert weniger Angst haben vor Clara und ihren Artgenossen. Wow, ganz schön mutig.
Wie oft gelingt sowas? Wie hoch ist die Erfolgsrate? Ja, 85% würde man sagen, kriegt man sowas hin. Ja. Und wie lange hält das dann an? Ist das nur der Effekt für den Moment oder bleibt das? Also bei mir war das so, ich habe es einmal gemacht und dann seitdem kann ich immer wieder Spinnen anfassen. Na, machen wir Versuch. Mal den Test. Hui, das ist Carla, die... Die kennen wir noch aus dem Film hier. Ich glaube, die hat sich gerade mehr erschreckt als wir. Ja. Das ist tatsächlich eine mexikanische Rotknie-Vogelspinne. Und wenn ich jetzt zu unseren Prominenten gehe, macht das Sinn sozusagen, so Konfrontationstherapie außerhalb des verhaltenstherapeutischen Rahmens? Das können wir gerne machen und ich kann versprechen, in einer Minute eine Spinnenphobie wegzumachen. Sie gucken sich das mal aus professioneller Distanz an. Ich schau mal. Bleiben Sie in ärztlicher Notrufbereitschaft. Ingolf, du hast vorhin so eine große Klappe, dir macht das nichts aus. Du wusstest ja nicht, was noch kommt. Würdest du dich trauen, hier Clara anzufassen? Theoretisch. Ja. Dann darf ich mal Dr. Lokscher, den Tiertrainer, zu uns bitten. Denn wenn man die anfasst, dann sollte ein Experte dabei sein. Ja. Dr. Lokscher ist Biologe und ein großer Spinnenexperte. An Katrin, wie geht's dir denn? Du hast so eine bisschen unentspannte Körperhaltung. Ja, so ein bisschen Fluchtreflex, ja. Und aber durchaus auch eine gewisse Neugier. Na klar, ja. Angstlust. Ja, also Angstlust. Ich stehe schon mal ein bisschen auf. Ja. Ich stehe auch nur, ich gehe nicht weg, stehe nur auf. Ann-Kathrin, du darfst selber entscheiden. Wenn du auch ein bisschen neugierig bist, dann darfst du auch einfach näher kommen. Also. Ja. Also. Dann gucken eben, was mir richtig schlecht geworden ist. Aber vielleicht muss Dr. Lokscher erstmal erklären, das ist eine Vogelspinne. Viele denken, die ist irgendwie tödlich. Womit kann die uns denn überhaupt was anhaben? Also, diese Spinne kann selbstverständlich auch beißen. Und hier vorne hat die wunderschöne große Kieferklon, damit beißt die auch in die Beutetiere rein. Da sind die, noch mal einmal gucken, da sind sozusagen diese Beißerchen. Aber ist das tödlich für einen Menschen? Nein, das ist nicht tödlich für einen Menschen. Hat die denn schon gegessen heute? Also die kriegt einmal in der Woche etwas zum Essen. Judith, was ist bei dir los? Oh, ich habe ein bisschen Abstand genommen, ist okay? Ist es dir echt eklig? Aber ich glaube, dass gar nicht das Problem ist, dass die einem was tun, oder? Sondern nee, man findet die einfach körperlich alle an der Hand. Also optisch so. Ja. Also würdest du dich jetzt trauen? 3, 2, 1, dein. Die läuft einfach vorsichtig rüber. Wir sind bei dir und Dr. Lok... Nicht ausatmen. Guck mal, wie schön. Jetzt nicht klatschen, also du. Boy. Mal kurz den Puls fühlen. Bisschen kalte Hände, aber du hast dich was getraut, was du noch nie gemacht hast, oder? Ann-Kathrin Kramer ist ein großer Schritt weiter in ihrer Angst vor Spinnen. Du hast es geschafft. War es schwer? Also, es war irgendwie auch toll. Die haben ja Augen, die können nicht mal 10 oder 20 Zentimeter weit gucken. Das heißt, die sehen uns gar nicht. Wir denken immer, boah, die könnten jetzt über uns herfallen. Die sind die überhaupt nicht daran interessiert. Kein Mensch beißt einfach so in einen Elefanten, nur weil der da steht. Also, du meinst, ich bin jetzt der Elefant? Ja. Ein Riesenapplaus für Ann-Kathrin Kramer, die sich hier was Unglaubliches traut. Dank an Dr. Lokscher, dank an Bobin Bandelow und dank natürlich an Clara, unsere mexikanische Rotknie-Vogelspinne. Du darfst dich hinsetzen, Judith, komm wieder zu uns. Wir spielen weiter. Ganz weich wahrscheinlich. Ja. Viele Menschen können erfolgreich von ihrer Angst befreit werden durch eine Verhaltenstherapie und durch einen professionellen Arzt. Viele gehen aber gar nicht zu einem Arzt, weil die Angst haben vor dem Arzt. Ich bin für Sie in die Arztpraxis gegangen und der hat mir eine ungewöhnliche Kapsel verordnet. Diese Kapsel hat es im wahrsten Sinne in sich. Das hier ist eine Hightech-Kamera. Diese Hightech-Kamera hat zwei Enden mit Glaskuppel. Da blinkt es und das fotografiert 14 Mal in der Sekunde Bilder aus unserem Inneren und sendet die nach draußen. Zum Größenvergleich, so sieht eine normale Kapsel aus, die man schluckt. Ich habe tatsächlich jetzt eine Home-Story für Sie, Bilder, die die Welt noch nie gesehen hat. Das will ich machen.
Und ich darf Ihnen sagen, die Reise durch meinen Körper beginnt da, beim Wartezimmer. Tag. Guten Tag. Ist hier noch frei? Ja. Sind Sie privat oder Kasse? Kasse. Ich auch. Herr Dr. von Hirschhausen, bitte. Es geht los. Ah. Ich grüße Sie, lieber Kollege von Hirschhausen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass ich hier sein kann, denn ich komme nicht als Kollege, sondern aus purer Neugier, wie es in mir aussieht. Da sind Sie hier genau richtig. Muss ich mir jetzt den Oberkörper freimachen? Nicht ganz. Kommen Sie mit. Mensch, so verkabelt habe ich mich noch nie gefühlt. Bin ich jetzt ferngesteuert? Fast. So, dann habe ich hier schon die Kapsel. Einfach auf die Zunge legen und ganz locker einen Schluck Wasser runterschlucken. Tut nicht weh, bleibt nicht hängen, passiert nichts Schlimmes. Das ist ein bisschen wie so ein Glühwürmchen in Hightech. Hallo, das kann ich jetzt sehen? Das ist jetzt der Beginn einer langen Reise. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist ein langer Tunnel, aber am Ende kommt wieder Licht. Weg. Und ist unten? Super. Ah, und da sind wir schon im Magen. Meine Damen und Herren, wir senden hier live aus meinem Magen. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich das mal moderieren darf. Ganz schön faltig. Das ist typisch Ärzte. Man denkt, dann wird man erstmal gelobt, dass man hier über Tage nichts gegessen hat. Aber er meckert erstmal, dass meine Magenschleimhaut faltig ist. Die muss doch faltig sein, oder? Ja, Magenfalten ist alles normal. So sieht's gut aus. Was muss ich denn jetzt tun? Wie lange dauert denn das? Die Untersuchung dauert in der Regel so 6 bis 8 Stunden. Das ist die Zeit, die die Kapsel braucht, um durch den ganzen Magen-Darm-Trakt durchzuwandern. Ab wann darf ich denn wieder essen? Eigentlich nach der Untersuchung. Tja, das ist die Theorie. Und das hier ist die Praxis. Und wenn das Ding gerade piept, heißt das, ein neuer Abschnitt meines Verdauungskanals wurde erfolgreich von der Kapsel erreicht. Beruhigend. Ich bin ja sehr gespannt, was da jetzt für Bilder drauf sind. Bilder, die die Welt noch nie gesehen hat. Wie sieht's in mir aus? Also, ich habe gute Nachrichten. Ich habe mir jetzt Ihr komplettes Inneres angesehen, also den ganzen Magen-Darm-Trakt, und es gibt keine Auffälligkeiten, keine entzündlichen Veränderungen und keine Polypen. Darf ich die Bilder mitnehmen? Klar, selbstverständlich. Ich bin froh, dass alles in Ordnung ist und gebe Ihnen die Bilder für Ihre Zuschauer mit. Aber das jetzt nicht schlucken. Bitte nicht. Hier ist mein ganzes Innenleben drauf. Und damit zurück ins Studio. Es geht mir den Umständen entsprechend. Na, es hat wirklich Spaß gemacht, diese Untersuchung. Und ich will euch noch ein paar Details aus unserer faszinierenden Welt des Verdauungskanals zeigen. Wie gut diese Kameras sind, das sieht man, wenn ich die in der Hand halte, kurz vor dem Schlucken, sieht man nämlich aus der einen Seite der Kamera noch den Doktor und das Filmteam. Seht ihr das? Und dann geht es flugs an meiner Zunge vorbei, an den Zähnen vorbei, dann schlucke ich das Ding runter. Es geht wirklich problemlos mit einem Schluck Wasser. Und nach wenigen Sekunden ist man dann schon durch die Speiseröhre im Magen. Und da sieht man diese Magenfalten. Und das größte Wunder ist ja, dass der Magen 30 Tonnen im Leben verdaut und mit Säure und allem walkt und sich dabei selber nicht verdaut. Und das ist nur möglich, indem der Magen eine geniale Schutzschicht hat, die ihn vor der Selbstverdauung schützt. Diese Schicht hat aber nur der Magen und nicht die Speiseröhre. Fahren wir mal mit der Kapsel wieder ein Stück zurück in der Speiseröhre. Das ist nämlich, was passiert beim Sodbrennen, bei der Refluxkrankheit. Da entzündet sich die Speiseröhre durch Magensäure, die rückwärts fließt. Aber hier sehen wir eine, ich möchte nicht sagen jungfräuliche, aber eine zarte Speiseröhre, die keine Zeichen von Entzündung zeigt. Also Gott sei Dank habe ich kein Sodbrennen. Aber jeder Fünfte leidet darunter.
Wo wir beim Thema Speiseröhre sind, zu den verschiedenen Abschnitten unseres Verdauungskanals, habe ich natürlich wieder Fragen an unsere Kandidaten. Und jetzt geht es darum, wer von euch in unser Finale einzieht. Also, erste Frage zum Thema Speiseröhre. Die lautet: Im Kopfstand wird selbst Flüssigkeit in den Magen transportiert, also gegen die Schwerkraft. Wahr oder falsch? Was glaubt ihr 10 Sekunden ab jetzt? Guck mal, die Mann, die stehen hier Federmännchen auf. Wir haben schon gedrückt. Wir haben schon. Ihr sagt alle, das geht. Aber wollen wir mal prüfen. Ingolf, du warst vorhin beim Kopf unter Basketball so fantastisch. Würdest du uns noch einmal kurz als Versuchsobjekt dienen? Ja. Wir helfen dir. Matze, kommst du gerade? Ja. Wenn du dich einmal auf alle Viere begibst, ja. Gesicht zum Publikum. Und Matze und ich würden dann deine Beine hoch. So ist richtig, so ist richtig. Einmal auf alle Viere. Ja. Und Matze, Michael, so, was soll ich machen? Handstand? Handstand. Einen Handstand, ja. Ja, kein Problem. Da brauche ich euch nicht für. Aber oben. Einmal festhalten. Oh. Meine Schuhe sind so. Sehr elegant. Und jetzt hier, ich glaube, in der Werbung heißt sowas immer Testflüssigkeit. Ingolf, bist du in der Lage, das zu trinken hier? Ja. Es kommt nichts raus, der Beweis ist erbracht. Riesenapplaus für Ingolf Lück. Und den Rest hast du dir verdient. Dankeschön. Du hast doch mal den ganzen Tag im Kopf verbracht. Ja. Ingolf, mit deiner Hilfe war die richtige Antwort. Ein Strich für euch alle. Schön. Zurück aus der Speiseröhre in den Magen. Im Magen sieht man wenig. Ich musste 2 Tage lang nichts essen. Oh Gott. Denn sonst hätte man mit der Kapsel nur das fotografiert, was man auch vorher schon hätte fotografieren können. Ach so. Das heißt, hätte wenig neue Erkenntnis gebracht. Ja. 2 Tage Fasten ging eigentlich. Und das hier ist nur ein bisschen Kohlensäure und ein bisschen Restwasser so im Magen ist. Aber wenn der Magen komplett leer ist, dann verändert sich nicht nur die Ansicht, sondern auch das Gefühl. Und dazu habe ich die nächste Frage an euch. Wenn Männer hungrig sind, finden sie mollige Frauen attraktiver. Stimmt das oder ist das Quatsch? 10 Sekunden ab jetzt. Diese Antwort würde ich jetzt dir überlassen. Obwohl, ich weiß, das ist Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mann, aber ich. Also. Oh, die Frage ist schon mal klasse. Barbara, du sagst, das ist falsch. Du kannst es nicht vorstellen? Ich fand es jetzt ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich hoffe es aber natürlich. Wir waren uns nicht ganz einig. Also, was habt ihr? Du warst für, ja, ich hätte eher... Wir haben erst falsch gedacht, aber in diesen ganzen Kulturen, wo man nicht so viel zu essen hat, sind mollige Frauen das Schönheitsideal. Und dann finden ja offensichtlich hungrige Männer mollige Frauen attraktiver. Zum Beispiel in Ostfriesland, also von daher. Kann schon sagen, diese Assoziation, die man hat. Also, Fakt ist, dieser Zusammenhang wurde untersucht. An einer englischen Uni wurden Studenten entweder satt oder hungrig konfrontiert mit Bildern, wo die Gesichter der Frauen gar nicht zu sehen waren, sondern nur ihr Körper beurteilt wurde. Und tatsächlich, mit leerem Magen finden die Studenten die molligen Frauen hübscher. Es ist wahr. Also, liebe Frauen, die jetzt zuschauen und sich ab und an frustriert von irgendwelchen Topmodels denken, Mensch, mein Winterspeck ist noch gar nicht weg. Es gibt einen ganz praktisch wissenschaftlich geprüften Tipp. Lassen die ihre Jungs einfach hungern, dann finden sie wieder ihren Körper attraktiv. Probieren Sie es aus. Der Alltag ist wichtiger als die Wissenschaft. Vom Magen reisen wir weiter. Der Magen wird von dem Pylorus, vom Pförtner zugehalten und dann geht es in den Dünndarm. Zack, das ging mit der Kapsel ganz leicht. Und hier sieht man schon ein Stück Dünndarm.
Das ist Zwölffingerdarm, da passiert eine ganze Menge. Da kommen die Gallensäfte und die Bauchspeicheldrüse, gibt da auch noch bis 3 Liter dazu. Da ist unglaublich viel los da die ganze Zeit in der Verdauung. Wir machen uns das selten klar. Apropos Zwölffingerdarm, woher kommt eigentlich dieser komische Name? Habt ihr eine Ahnung? Meine Behauptung lautet, der Zwölffingerdarm heißt so, weil er so lang ist, wie 12 Finger breit sind. Richtig oder falsch? Was glaubt ihr? 10 Sekunden. Ihr sagt alle, das ist falsch. Habt ihr eine Idee, woher das Wort Zwölffingerdarm kommt? Ich glaube, der hat 12 Ausbuchtungen. Sieht aus wie 12 Finger, ja. Von der Form her. Ja, so ja. Diese Kuppen oder sowas, genau, von der Wölbung. Wie die Zotten? Nein, so? Die Kuppen hier, von den, wie das so, wie die so gehen. So, hatten so. Sie schon mal einen in der Hand, Herr Lambi? Nein. Aber ich sag mal, wird ja nicht wie vorne aussehen, ist ja nicht spitz. Also kann er ja nur praktisch, wenn man die daneben legt, mit 12 Wölbungen sein. Also, ich darf euch verraten, diese Bezeichnung ist schon uralt und stammt von den ersten Chirurgen, die so ein Ding in der Hand hatten. Und denen ist aufgefallen, wenn man den so in der Hand hat, der ist ja immer wieder genauso lang, wie 12 Finger breit sind. Wir wissen nicht, ob die Chirurgen damals mehr Finger hatten als wir heute oder ob der einen Assistenten hatte, der nur noch 2 Finger hatte. Aber Fakt ist, Duodenum 12-Fingerdarm kommt von der Länge, die 12 Fingern entspricht in ihrer Breite. Verrückt, aber stimmt. Konnte man nicht wissen, ihr habt alle daneben gelegen. Schauen wir uns mal an, was nach dem Zwölffingerdarm so im Magen, im Darm, im Verdauungstrakt los ist. Da rutscht der erstmal auf Meter, 5 Meter etwa, ist der ganze Dünndarm lang. Und der Vorteil dieser Kapselendoskopie ist, dass man diese Abschnitte eben auch sehen kann, die man weder von vorne noch hinten irgendwie anders erreicht. Das ist das Geniale dieser Methode. Und da haben wir kurz mal innegehalten, nämlich da kommt ein wichtiger Übergang. Da geht es vom Dünndarm in den Dickdarm und da liegt die berühmteste Sackgasse des Menschen. Nämlich der Blinddarm. Und da muss man gar nicht Medizin studiert haben. Hier, das sieht man, das ist eng. Und ein paar Zentimeter weiter sieht es schon ganz anders aus. Da ist Platz für große Gefühle und für große Aufgaben. Denn wir vergessen manchmal, die größte Ansammlung von Nervenzellen haben wir rund um unser Verdauungssystem. Wir haben ein unglaubliches Darmgehirn. Das ist eine hochintelligente Einrichtung. Und das, was für den Baum die Wurzeln sind, ist für den Menschen der Darm. Nämlich da, wo alles Wasser, wo alle Nährstoffe eigentlich resorbiert werden. Also ich finde das überhaupt nicht eklig. Ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. Aber ich sage mal, auf die Plätze, fertig, los für den Endspurt. Da sind noch 1,5 Meter Dickdarm zu passieren. Und das hier ist ein kleines Luftbläschen. Ich weiß auch nicht, wie es da hinkommt, aber ich darf Sie beruhigen. Es ist nicht mehr dort. Und dann zack. Draußen. Die Kapsel ist geboren. Sie hat das Licht der Welt wieder. Es sieht so ein bisschen nach Meteoriteneinschlag aus. Aber so war es tatsächlich nachts bei mir zu Hause im Bad um 3 Uhr morgens. Und so sah ich der glückliche Finder der Kapsel dann aus. Ein kleines Foto, was beweist, man kann einmal durch mich durch und die frohe Erkenntnis gewinnen. Ich sehe von innen schön aus. Ist das nichts? So funktioniert der menschliche Verdauungskanal, so funktioniert Ausscheidung. Apropos Ausscheiden, was für eine Überleitung. Ein Team muss jetzt ausscheiden. Genau. Wir schauen mal, wie viel hattet ihr bislang? Da sehe ich 150 im Team 1 an Katrin Kramer, Joachim Lambi, 100 Punkte bei Judith Rakers, Matze Knob und 120 bei Barbara Schöneberger und Ingolf Lück. Wenn jetzt 70 Punkte zu verteilen sind, dann gehen die ganz klar an Team 2, Judith Rakers, Matze Knob. Ihr hattet 2 richtige Antworten. Und damit tschüss. Und Barbara, ich hätte es euch so gegönnt. Ihr habt so eifrig Punkte gesammelt.
ihr wart am Anfang so gut ihr dabei. Ihr wart so super dabei. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Es ist unfair. Manchmal liegt es an Kleinigkeiten. Manchmal sitzt einfach ein Furz quer. Ja. Wie man eben gesehen hat. Gibt es eine Kamera? Sollen wir irgendwas schlucken? Können wir okay. Nein, ich muss es euch leider so wirklich den Platz oh, nehmen. Da stehen schon zwei Stühle vor so uns. Es ist so ärgerlich. Ja. Aber du hast die vier Dinge. Also, ne, Applaus nochmal für die vier Körper. Ja. Applaus für unsere Sportsleute. Barbara Schöneberger, Inga Pflück. Ihr wart wunderbare Kandidaten. Wir stehen im Finale. Finale, das heißt, nur ein Team kann jetzt um das goldene Stethoskop in die Entscheidungsrunde einziehen. Wer das sein wird, das ist jetzt wieder völlig offen, denn ich nehme euch die Punkte weg. Judith Rakers, Matze Knupp hatten einen kleinen Vorsprung sich erarbeitet. Der bleibt euch erhalten. Ihr dürft gleich als Erste ziehen. Das finale Spiel sieht vor, Dinge in eine Reihenfolge zu bringen. Wovon gibt es mehr, wovon gibt es weniger? Dabei darf man sich keinen Fehler erlauben. Gezählt werden nur die richtig zugeordneten Begriffe. Und heute geht es darum, wie ist es mit der Bevölkerungsdichte in Deutschland bestellt? Wo leben wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer? Man könnte auch fragen, wie dicht ist Deutschland? Wir geben einen Bundesstaat, ein Bundesland vor. Hessen. Geht es nur um Bundesländer? Ja. 289 Menschen leben in Hessen auf einem Quadratkilometer. Wir blenden ein, welche anderen Länder zur Auswahl stehen. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Sachsen. Wir alle wissen, dass da unterschiedlich viele Menschen wohnen. Aber die Frage ist ja, wie ist es auf die Bevölkerungsdichte bezogen? Judith und Matze, ihr dürft als Erste ziehen. Welches Land glaubt ihr sicher bestimmen zu können, mehr oder weniger als Hessen? Wir sagen, Hamburg hat mehr Menschen pro Quadratkilometer als Hessen. Ihr zieht Hamburg oberhalb von Hessen und das ist jetzt nicht so schwer gewesen am Anfang. Das ist natürlich richtig. In Hamburg leben 2.382 Menschen auf einem Quadratkilometer. Wir sind weiter dran, ne? Nein, jetzt, es wechselt. An Katrin Kramer, Joachim Lambi, ihr seid dran. Was glaubt ihr? Wir sind gerade in einem konspirativen Gespräch. Wir schenken so oder so rum. Ja, gut. Ja? Ja. Wir nehmen Mecklenburg-Vorpommern unter Hessen. Ein weiser Entschluss, denn das war auch nicht so schwer. In Mecklenburg-Vorpommern, da wohnen nur 70 Leute auf einem Quadratkilometer. Das ist richtig zugeordnet, ein Punkt für Sie. Eins zu eins. Aber es gibt ja noch weitere Bundesländer und Stadtstaaten zur Auswahl. Bitte, wieso ihr seid dran. Wieso ist Mallorca nicht dabei? Das wäre jetzt erstmal so nicht klar. Also wir würden sagen, dass Berlin auf jeden Fall mehr, also über Hessen stehen muss. Wir sind uns nur nicht sicher, ob es über Hamburg oder unter Hamburg stehen muss. Ja. Weil Hamburg natürlich, klar, weniger Einwohner hat, aber auch ein viel kleineres Stadtgebiet. Tja, wenn es so einfach wäre, würden wir das beim Quiz des Menschen auch nicht fragen. Sollen wir? Ja, komm, mach. Marit. Was? Wir sagen jetzt mal Berlin über Hamburg. Wir ziehen es dahin. Siehst du, das war und jetzt als alter Berliner sag, ey, das war doch echt einfach, Keule. Berlin, da wohnen fast 4000 Leute auf einem Quadratkilometer. Wird es auch? Das war jetzt einfach, aber jetzt wird es knobelig, jetzt wird es schwierig. Wir glauben, dass Bayern sehr viel Fläche hat. Nur wenige große Städte, aber auf jeden Fall mehr als Mecklenburg-Vorpommern und schieben das zwischen Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Richtig. Bayern, genau richtig hergeleitet, da wohnen 179 Menschen auf einem Quadratkilometer. Ist ein Flächenstaat, das ist große Fläche, da verteilen sich sozusagen die Menschen, von den Köpfen ganz zu schweigen.
Also, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen stehen noch zur Auswahl. 2-2, spannender kann es nicht sein. Was glaubt ihr? Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wir tippen jetzt, wir sind uns nicht sicher, aber wir glauben Nordrhein-Westfalen zwischen... Ja, wir haben mehrere Leute befragt, ja, sie waren unterschiedlicher Meinung. Lothar Matthäus hat gesagt, unter Mecklenburg-Vorpommern. Nein, Lothar würde sagen, genau das Gleiche, was wir sagen würden. Und was sagen wir? Wir sagen... Wir haben gesagt, zwischen Hamburg und Hessen. Ja. Ihr zieht Nordrhein-Westfalen zwischen Hessen und Hamburg. Machen wir das? Ja. Und ich darf euch verraten, Nordrhein-Westfalen ist von allen nicht-städtischen Bundesländern das mit der höchsten Dichte. Ihr seid genau richtig. Ja. 523 Leute. Insgesamt natürlich die meisten Deutschen in dem Bundesland, fast 18 Millionen in NRW. Also Saarland und Sachsen sind noch über. Es wird mit jeder Runde natürlich schwieriger. Was glaubt ihr, was wollt ihr zuordnen? Sachsen müsste eigentlich zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn wir das mal rechnen, da zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Joachim, du fährst jetzt mental sozusagen auf den Autobahnen die Bundesländer ab und vergleichst so ungefähr. Nein, ich versuche mir diese einzelnen Staaten vorzustellen und weiß, Sachsen hat im Grunde nur zwei große Städte, das ist Leipzig und Dresden. Aber es hat auch viel Fläche, auf jeden Fall nicht so viel Fläche wie MacPom, aber auch höher, also ich würde das... Zwischen Bayern und Mecklenburg. Ja. Sollen wir es? Ja. Sachsen zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Wir ziehen es dahin. Und es ist leider ganz knapp falsch. Die Herleitung war sehr interessant und aufschlussreich. Und ganz knapp, kann ich nur sagen. Aber es geht hier um viel. Deswegen muss ich streng sein. Und Judith Rakers und Matze Knob haben jetzt den Matchball. Ihr könntet mit der nächsten richtigen Zuordnung das Quiz des Menschen für euch entscheiden. Wenn ihr jetzt richtig zieht, seid ihr mit dabei am 20. Juni bei der großen Entscheidungsshow, dem Abschluss von 4x Quiz des Menschen, wo die drei besten Teams aus den drei bis dahin gelaufenen Sendungen aufeinandertreffen. Matze, hau raus. Also wir sind uns natürlich auch nicht ganz sicher. Wir würden Sachsen zwischen Hessen und Bayern platzieren wollen. Und das tun wir auch. Ja. Dann tut es. Wir platzieren Sachsen zwischen Hessen und Bayern. Und ich darf verraten, das Saarland hat 394 Menschen, die auf einem Quadratkilometer wohnen, wäre also oberhalb von Hessen, was viele sich gar nicht vorstellten. Aber ihr habt weiserweise um das Saarland einen Bogen gemacht. Ihr habt gesagt, Sachsen zwischen Hessen und Bayern, das ist genau richtig. Und damit haben wir einen Gewinner. Barbara Ingolf kommt her. Matze Knob und Judith Rakers sind die beiden Gewinner. Kommt mit vor. Ihr kriegt unseren Ehrenpreis. Und damit seid ihr im Finale. Das goldene Stethoskop für ein Team. Kommt her, feiert mit. Matze, das ist deine Eintrittskarte. Und damit sehen wir uns alle wieder mit diesen beiden Gewinnern am 20.06. bei der Entscheidungsshow. Und am nächsten Donnerstag eine neue Folge vom Quiz des Menschen, wieder mit faszinierenden Themen und Gästen. Bis dann sage ich Tschüss, danke, auf Wiedersehen.